Das ist der Arzt, den sollten wir vielleicht nicht umbringen. Silisch erscheinen ja immer als Gold da unten, okay. Oh, ich habe mir Erfolg freigeschaltet. Kunsthändler. Ja gut, das will ich jetzt aber nicht lesen. Ich habe heute keine Lust zum Lesen. Eine Gummipuppe, die quietscht, wenn man sie anfasst. Also, McDirk, du bist ja auch heute wieder, ne? Wer bringt dir dann sowas bei? Nein, Bausimulator. Ah, cool. Dann kann ich mir das ja morgen bei dir anschauen und dann entscheiden, ob ich es mir selber holen werde oder nicht. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich klasse. Dann bist du morgen mein Opfer, der das testet. Oh, gleich drei. Ja, man kann es auch zusammenspielen im Multi. Ja, aber ich würde da jetzt erstmal auch vorher bei dir reingucken, bevor ich da Geld ausgebe und mir das hole. Weil ich ja nur nicht weiß, ob das wirklich mein Fall ist, weißt du? So. Also ich würde erst bei dir mal mit reinschauen und wenn das was für mich ist und ich mir das hole, dann können wir das gerne mal zusammen im Stream spielen, wenn du magst. Das ist ja nicht, ne? Das ist ja nicht jetzt irgendwie gesagt, dass wir das dann nicht machen. Günstig bekommen, okay. Ja, warum nicht? Ich weiß gar nicht, wie teuer soll das denn jetzt sein? Das ist ja relativ neu, ne? Wie teuer ist es denn auf Steam gerade aktuell? Ich weiß es gar nicht. So, den zweiten haben wir auch.
Das weiß ich nicht, wie teuer es auf Steam ist. Ich habe es für 32,99 US bekommen. War der billigste Anbieter. Okay, welcher Anbieter denn? Also wenn ich fragen darf, wenn du was verraten magst. Instant, MMUGA oder... Amazon, ah, okay. 35 Euro auf Steam. Ah, okay. Ja, warum nicht? Hast du aber bei Amazon Key bekommen oder was? Ja gut, okay, Keys gibt's ja, ne? Bei Amazon, glaube ich. Ach so, ja, warum nicht? Ich guck mal nachher einfach schon mal sicherheitshalber, falls ich es mir kaufen werde. Ich werde wahrscheinlich aber bei Instant oder MMUGA oder wie das heißt, gucken. Jetzt wird es aber komisch. Ihr wollt eine Gummipuppe im Stream bauen? Weiß man die nicht einfach auf und gut ist? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung davon. Mehr Glück. Ich habe davon keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht so meine Baustelle. Wir können ihn zur Piazza schaffen. Das Feuer wird erst in einer Stunde entzündet. Nehmt euch wie ein dahergelaufener Schurke! Ja, das klingt einleuchtend. Mäßig, das klingt einleuchtend. Du hast von Gummipuppen keine Ahnung. Ja, das kann ich nicht beurteilen, Mercy. Das sind Themen, die kann ich jetzt gerade nicht so beurteilen, wer die Ahnung hat. Macht's gut und gute Besserung, Amico. Salve. Dankeschön. Was macht man damit? Weiß ich nicht, kein Plan. Nicht.
hier durch wollen. Interessant. Interessant. Wo ist der lang gerannt? Da ist. Deswegen sind deine Freundinnen so schnell weg jetzt. Das ist natürlich eine gute Frage, warum, ne? So, wie kommen wir da jetzt rein, ohne entdeckt zu werden? Da komme ich ja eigentlich gar nicht vorbei, ne? Ohne Radaus machen. Hast du es als Diskfassung bestellt oder als Key? Ich habe es noch nicht gespielt, Tjonne. Ich habe es noch nie gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was für mich ist. Ich müsste es einfach mal ausprobieren. Headstone oder Quent habe ich noch nie gespielt, wie gesagt. Quent ist doch aber auch das eine Spiel von Witcher, ne? Glaube ich, oder? War das nicht in Witcher drin? War das nicht irgendwie so ein Spiel, was dann noch zusätzlich entwickelt worden ist? In einer Fantasiewelt, hä? Mach so ja, weiter. Okay. Und dein Traum endet mit einem Stiefel im Magen. Ah, shit. Hätte jetzt noch ein wie war das? Ohne entdeckt zu werden? Ja, wie gesagt, ich müsste es erstmal ausprobieren, ob das überhaupt was für mich ist. Also ich kann es dir halt nicht sagen, ob das Spiel was für mich ist, wenn ich es noch nicht ausprobiert habe. Wahrscheinlich muss ich mir da dann auch erstmal Erfahrungen anspielen oder so.
Kapuzen. Wartet, bis es sich eine Blöße gibt. Halt die von hinten. Er wird schnell müde werden, also nichts Riskantes, Männer. Wartet auf eure Chance. Das ist okay. Bringen wir es schnell zu Ende. Du wirst nicht entkommen. Ich wünsche euch nur eine Unze eurer Was? Die wurde entdeckt? Warum? Scheiße. Ah, Mist, egal. Dann habe ich 3 Games, die ich im Wechsel streamen kann. Ja, warum nicht? Das sind so die Games, die man sich voll reinfuchsen muss. Wenn du das noch nicht getan hast, lass es. Okay. Ja, wie gesagt, Gwent werde ich ja sicherlich trotzdem irgendwann mal spielen. Gerade wenn ich Witcher spiele. Ich glaube, da ist sogar Gwent auch möglich. Beziehungsweise auch, glaube ich, eine Aufgabe oder in so eine Quest, wenn ich mich nicht täusche. In Witcher 3 war es auf jeden Fall eine Aufgabe, glaube ich. Also eine Quest oder so, wo ich Gwent spielen musste. Oder muss. Ich musste es ja noch nicht. Ich habe Witcher 3 noch nicht gespielt, aber ich habe es mal bei einer Streamerin gesehen. Da war das die Aufgabe von einer Quest oder so. Musstest du im Spiel praktisch einmal Gwent spielen. Ja. Wie gesagt, mal gucken, wie ich mich da anstelle. Okay, ist was anderes? Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn du sagst, das ist was anderes, dann ja. Scheiße, entdeckt. Mist. Wie soll ich denn an den Typen rankommen? Eigentlich hilft da ja, glaube ich, nur Messer, ne? Also diese Wurfmesser, glaube ich. Aber wie soll ich da an den Typen rankommen? Das ist jetzt halt die Frage. Gucken wir mal. Ja, genau, da will ich nicht rein. Ja, bin ich. Bist du betrunken? Also ich bin jetzt nicht in echt betrunken, ne? Ich meine jetzt so auch Scherz und so.
Nicht, dass sie jetzt denkt, ich bin wirklich betrunken hier. Okay. Ja, wie gesagt, ist ja nicht so, dass ich jetzt keine Spiele hätte zum Spielen. ich sollte eigentlich mal dringend eine Pause einlegen mit Spiele kaufen. Aber wenn denn Spiele so im Angebot sind, dann ist das immer so verlockend. Nichts zu schaffen. Das war's. Zu Boden mit dir. Trete dem Schöpfer entgegen. Mama mia. Ich bin alle verrückt. Ich muss weg von hier. Einem anderen so etwas antun. Gnutschjagdgebäste. Was für Bestien hast du erschaffen? Frieden ist nur ekelerregend. Wo ist die Wache? Jemand muss sie doch mal aufräumen. Hat es wohl nicht besser verdient. Ich gehe besser anderswohin. Dio del Cielo! Was ist hier passiert? Dies ist doch kein Schlachtfeld! Grundgütiger! Hinterher gehen und wenn keine Wache in der Nähe ist, killen. Ja, oder du killst die Wachen und wartest, bis er dann rausgeht. Ich muss Hilfe holen. Lass mich Gott. Hier stapelt sich schon die Leichen. Nicht sie weg. Das ist unser Lohn dafür, dass wir uns. Du gehörst mir, Assassine! Shit. Er kommt davon! Er ist hier! Shit. Auch nicht. Mist. Aber wenn ich hier so in 7 Days to Die vor mich hin düdel, hätte ich schon Bock, das nochmal mit dir zu zocken, jetzt wo wir beide voll Ahnung haben. Wäre wohl was anderes. Ja, an sich bin ich halt für 7 Days to Die schon immer offen, nur ich habe momentan halt einfach keine Lust richtig mehr drauf. Also ich muss ja auch richtig Lust haben auf 7 Days to Die und momentan ist es halt einfach nicht so, dass ich jetzt sage, ja, zocke ich jetzt unbedingt jetzt wieder, ne? Also... Ich habe halt mir selber vorgenommen, auch mal eine Pause zu machen denn von dem Spiel, auch mal was anderes zu spielen. habe irgendwie momentan mega Bock auf Story-Spiele, ich weiß zwar nicht warum, aber ja, ich weiß nicht, so eine Phase, wo ich dann halt einfach mal nicht so Survival-Titel spiele,
sondern eher so Story Games. Weil ich habe so urisch viele Story Games im Regal und auch hier auf der Festplatte, die mal gesockt werden möchten. Deswegen mache ich halt mit Survival-Spiele allgemein und auch mit Seven Days to Die momentan eine Pause. Ja. Wie gesagt, wenn ich irgendwann wieder Bock habe auf Seven Days to Die und wenn ich wieder mal richtig auch im Fahrt bin damit, dann kann man das gerne nochmal in Angriff nehmen, aber ich weiß jetzt nicht so richtig, wann ich das dann auch zocken werde wieder, ne? Also, weil, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit. Also wenn von meiner Seite aus nochmal irgendwie Bedarf ist oder irgendwie der Wunsch besteht, nochmal irgendwie Seven Days to Die in Koop zu spielen, dann werde ich mich da auf jeden Fall auch melden. Aber momentan bin ich da nicht so doof. Also ich finde Seven Days to Die nicht schlecht, versteht mich nicht falsch. Es ist auch noch einer meiner Lieblingsspiele, aber ich brauche zwischendurch mal was anderes, sagen wir so. Ne? Und jetzt gerade, wo ich auch meine Story-Spiele hier angefangen habe, ist halt jetzt auch eine Frage, ne, der Organisation denn bei mir. Ich plane gerade meinen Blutmond-Base abseits meiner normalen Base, wenn ich wohl ja nie drauf komme. Okay, ja, warum nicht? Also, wenn das eine Taktik ist, warum nicht? Wie mache ich das jetzt mit dem Attentat hier? Ja, ich will dich damit auch nicht beschwichtigen. Ich will einfach nur sagen, dass ich momentan halt extrem mehr auf Story Games aus bin. weil, wie gesagt, ich habe hier so viele Spiele einfach liegen. Es wäre jetzt für mich einfach sinnlos, immer nur ein Spiel zu spielen. Momentan. Und ich sag mal so, nachdem wir Assassin's Creed durch haben und nachdem wir Ghost of Tsushima durch haben, habe ich auch erstmal eine Kreativwoche. Da habe ich auch Bock drauf. Einfach mal eine Woche komplett nur kreativ hier auf Twitch unterwegs zu sein. Da habe ich auch mal richtig Bock drauf. So, wie kriegen wir dich? Okay, das Ziel ist schon mal lokalisiert. Wie gehe ich da jetzt am besten rein? Da, auf ihn. Scheiße. Na toll. Ich muss da ja irgendwie reinkommen. Aber ich weiß nicht wie. Es steht ja überall auf beide Seiten Wachen. So, bin raus. Viel Spaß noch. Alles klar, Tjonne. Dir noch einen schönen Abend. Und danke, dass du vorbeigeschaut hast.